Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meiner Rome Total War Tutorials. Ich wollte heute ein bisschen über die verschiedenen Einheiten sprechen und ich muss mal gerade leiser machen, denn das ist brutalst laut bei mir gerade. Ja, ich gehe dazu auf diese eigene Schlachtoption und wir nehmen wir halt diese makedonischen Ruinen, das ist jetzt mal egal. Ich will euch nur ein bisschen was zu den verschiedenen Einheitentypen und den verschiedenen Fraktionen sagen und es geht ein bisschen darum, welche Einheiten sollte man verwenden, welche Einheiten sollte man ermeiden. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz erschöpfend und nicht ganz vollständig, aber so ein paar grundlegende Dinge kann man auf jeden Fall mal erklären. Ich nehme mal gerade hier den Senat, weil der sieht ein bisschen cooler aus. Und zwar, ich rate jetzt erstmal so ganz allgemein, wenn man Belagerungsgeräte bauen kann, sollte man sie eigentlich auch benutzen. Es gibt ein paar, die sind ziemlich cool und ein paar, die sind nicht so lohnenswert. Welche ich besonders cool finde, sind die Onaga, weil die diese, ihr seht das ja auch in meinen aktuellen Parts, weil die halt eine sehr hohe Reichweite haben, weil man mit denen, das gilt übrigens auch fürs Multiplayer, sollte man immer eine Fraktion spielen, die auch Onaga haben kann. Und man kann mit den Onagern halt einfach sehr weit schießen. Ansonsten könnte man auch schwere Onaga nehmen, wobei ich nicht ganz, ich sehe es nicht ganz ein, weil die sind halt teurer. Natürlich machen sie mehr Schaden, aber der Schaden richtet sich ja in erster Linie gegen Gebäude. Ist also insofern eher zu vernachlässigen. Weite, Langstrecken, Fernkampfwaffe haben sie beide. Also ich glaube, die Reichweite ist identisch und sie sind jetzt nicht wirklich viel präziser. Angriff 63 gegen Angriff 53, ne? Also, wo die hinschießen, wächst sowieso kein Gras mehr. Bei den Onagern sollte man eher den Brandangriff benutzen. Es sei denn, man versucht wirklich gezielt auf eine Einheit zu schießen und wirklich gezielt einen anderen Onager auszuschalten. Das ist eine sehr gute Taktik übrigens. Also Onager mit den eigenen Onagern versuchen wegzuschießen. Das klappt relativ gut. Passt auf, weil die sich auch gegenseitig plant machen können. Ja, und dann würde ich den Brandangriff nicht benutzen. Ansonsten gegen geschlossene Formationen, wie jetzt beispielsweise hier Triarier oder Legionäre. Auch gegen Kavallerie ist das eine sehr gute Sache. Okay, ich würde prinzipiell immer bevorzugen, halt auch im Multiplayer mindestens einen Onaga dabei zu haben. Das kommt natürlich darauf an, wie viel Geld man hat, ja. Wenn ihr jetzt eine Schlacht mit 100.000 Kröten spielt, dann könnt ihr auch zwei schwere Onaga mit reinnehmen, dann ist es egal. Aber ich meine, dann ist es auch irgendwie wieder unwitzig, wenn man so viel Kohle hat. Ich meine, das ist dann irgendwie nicht mehr so spannend. Okay, diese Sachen zu den Artilleriewaffen kann man ganz allgemein sagen. Alles andere wird jetzt wiederum sehr speziell und eigentlich müsste man das ein bisschen ausführlicher erklären. Ich nehme mal gerade, wir können ja mal anfangen. Ach doch, eine allgemeine Sache gibt es noch, ja. Wenn ihr das auch in, und das gilt besonders, wenn ihr in der Kampagne spielt, nehmt nach Möglichkeit sehr starke oder die stärksten Einheiten. Ich zeige das mal ganz kurz bei einer anderen Fraktion, am besten bei einer mit Phalanx. Wie wäre es denn hier mit den Makedonen? Weil ich mich da mit den Einheiten auch ein bisschen auskenne. Und bei den Makedonen ist es ja so, dass man hat halt eine sehr starke Kavallerie. Und die Frage ist dann natürlich, welche Kavallerie soll ich einsetzen, wenn ich jetzt das Spiel normal zocke und am Anfang, klar, hat man nur leichte Lanzenreiter, aber später hat man ja die Möglichkeit, die makedonische Kavallerie und die Gefährtenkavallerie zu bauen. Und wenn ihr das in der Kampagne spielt, spielt immer die Einheit mit dem höchsten Verteidigungswert und dem höchsten Angriff, spielt immer die Elite-Einheit nach Möglichkeit, macht euch lieber eine Fullstack mit den ultimativen Elite-Einheiten, weil ihr werdet viel weniger Verluste haben, eure Einheiten werden viel mehr gegnerische Einheiten platt machen, bekommen dadurch schneller Erfahrung und das ist eigentlich das Wichtige auf der Kampagnenkarte, weil ihr da ja fortbilden könnt. Das gilt jetzt nicht unbedingt für einen Multiplayer. Also eine gute Kombination wird zum Beispiel hier, nehmt, keine Ahnung, das ist natürlich auch immer eine Geldfrage, ja, aber nehmt doch irgendwie 5 von den königlichen Pikinieren, nehmt 5 von den Phalanx-Pikinieren und nehmt 4 Gefährtenkavallerie und 4 makedonische Kavallerieeinheiten, einen Onaga und dann habt ihr dann zum Beispiel noch euren, dann habt ihr noch euren General drin, ja.
Das ist eine wahnsinnig gute Einheit. Ich meine, wir haben jetzt keine Fernkämpfer drin, weil die Makedonen nur normale Bogenschützen haben. Die sollte man natürlich auch haben. In dem Fall könnte man natürlich auch noch hingehen und entfernt hier jeweils noch eine Einheit raus und nimmt dafür noch 4 Bogenschützen mit. Das würde ich sagen, ist mit einer der besten Aufstellungen für eine makedonische Armee. Man hat eine sehr, sehr starke Infanterie. Klar, ihr könnt natürlich noch mehr königliche Pikeniere dazu packen, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr euch das halt leisten könnt. Die Einheiten sind im Unterhalt relativ teuer. Das werdet ihr ganz schnell merken, wenn ihr zwei solche Armeen halt habt. Und das gilt natürlich ganz besonders für die Gefährtenkavallerie. Das ist eben mitunter die beste Kavallerie in diesem Spiel, ja. Sie sind außerdem noch sehr gut gepanzert und die hauen einfach ultra rein und machen ultra viel platt. Und ihr werdet, das ist eben der große Vorteil auf der Kampagne, ihr werdet wenig Verluste haben, werdet viele Gegner damit besiegen können und eure Einheiten werden viel Erfahrung bekommen. Eine andere Sache, das gilt übrigens auch das gilt jetzt für so Fraktionen wie Karthager oder so, Einheiten, die Kriegselefanten bauen können. Wenn ihr Elefanten bauen könnt, dann baut sie auf jeden Fall und nehmt einen Elefanten mindestens einen mit in die Armee. Und nehmt auch da immer die beste Einheit, wenn es irgendwie möglich ist. Die sind natürlich auch wahnsinnig teuer, aber Leute, Elefanten sind der absolute Oberkracher. Ja, ihr habt das vielleicht gesehen. Vielleicht kennt ihr die Schlacht, die ich gegen Lukas gemacht habe beim Trasimenischen See. Ich glaube, das war die, oder? Oder war das die? Oder war das? Moment mal. Das war eine historische Schlacht Römer gegen Karthager. Ihr werdet es bei mir auf jeden Fall finden. Nee, es war nicht die Schlacht am Trasimenischen See. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie dieses Szenario heißt. Ist egal, ihr werdet es bei mir finden. Es war ein Abo-Special. Der Lukas hatte, wenn ich mich nicht irre, Lukas, berichtige mich. Ich glaube, du hattest eine Einheit Kriegselefanten und eine Einheit gepanzerte Elefanten. Und er hat, also die machen halt fast die komplette gegnerische Armee weg, ja. Natürlich, wenn ihr zwei Kriegselefanten drin habt, ist natürlich noch besser. Das Geld lohnt sich auch hier, weil die Elefanten Panik verbreiten, die Elefanten vor allen Dingen viele Trefferpunkte haben. Ihr seht hier 12 Trefferpunkte. Insofern unterscheiden die sich natürlich von den Trefferpunkten nicht wirklich. Sie sind natürlich nochmal besser gepanzert, ja, 16 zu 19. Und diese haben halt auch noch den besseren Fernkampfangriff, meine ich, oder? Angriff 6 ist identisch, ne? Das Wichtige bei den Elefanten ist, dass sie Panik verursachen und Kampfbonus gegen Kavallerie kriegen. Es gibt dann halt nur die eine Möglichkeit, Elefanten in Panik zu versetzen, und das ist auch gar nicht so leicht, es sei denn, ihr spielt halt auf einer sehr hohen Schwierigkeitsstufe, dann wird die AI das natürlich relativ schnell schaffen. Aber Elefanten sollte man einsetzen, sobald das irgendwie möglich ist. Man sollte sie natürlich nicht frontal auf eine Phalanx drauf jagen, aber Elefanten sind doch durchaus in der Lage, auch so eine Einheit wie Triarier aufzureiben. Also man sollte sowieso immer vermeiden, direkt auf eine Phalanx drauf zu reiten, aber ich zeige euch das gleich einfach mal, wie man das machen kann. Und ich mache jetzt nicht unbedingt Full-Stack-Schlachten. Hier zum Beispiel auch bei den Karthagern gibt es diese heilige Bande. Wenn ihr die bauen könnt, setzt sie natürlich ein. Das ist eine der besten Phalanx-Einheiten im Spiel. Fast nicht aufzureiben. Auch die Kavallerie. Die Heilige Bande Kavallerie der Karthager ist wahnsinnig stark. Nehmt die starken Einheiten, wie gesagt, nochmal mein Plädoyer, es wird wenig Verluste geben und ihr werdet dann an der Stelle, dadurch, dass ihr weniger Verluste habt, eure Einheiten besser ausbilden können. Okay, jetzt die Frage, wie knackt man eine Phalanx? Wir nehmen mal, keine Ahnung, wir nehmen mal drei Einheiten Kavallerie der Heiligen Bande und wir nehmen mal nicht die Makedonen, weil die ja selber Phalanx-Einheiten haben, sondern wir nehmen mal eine andere Einheit. Wie wär's denn hier im Senat? Das ist so eine ganz typische Aufstellung. Wir haben jetzt hier drei wirklich wahnsinnig gute Einheiten, aber gegen die kommt man ja auch nicht dauernd. Nehmen wir vielleicht mal was ein bisschen realistischer ist. Nehmen wir mal die punische Infanterie. Nehmen wir mal ruhig 4 Einheiten. Und nehmen wir den Senat und ich weiß nicht, es sind 4 Einheiten. Nehmen wir 2 Princeps, 2 Hastati. Man braucht gegen eine Phalanx am besten noch einen Fernkampfangriff. Ich weiß nicht, nehmen wir noch 2 Einheiten Felites. Ja? Wir haben hier jetzt ein Verhältnis von 7840 zu 7600. Das ist in etwa ausgeglichen. Dann machen wir die doch mal weg und geben ihm noch hier so eine heilige Bande irgendwie dazu.
Und dann sind wir relativ gleich. Ja? Dann hat er auch eine gute Generalseinheit und dann gucken wir uns das jetzt mal an, wie man so eine Phalanx ausschaltet. Ihr werdet natürlich mit den Römern immer mal das Problem haben, dass ihr versucht, gegen eine Phalanx zu kämpfen. Und dann habt ihr das Problem, dass wenn ihr frontal drauf rennt, dass eure Einheiten einfach niedergewalzt werden. Ich meine, das ist ja auch der Sinn von so einer Phalanx. Phalanx übrigens, ja, kommt aus dem Griechischen, heißt so viel wie Walze. Und ja, das ist das, was eine Phalanx macht. Die Phalanx walzt gegnerische Einheiten einfach nieder. Ich mach mal jetzt hier natürlich keine historische Schlachtaufstellung, wie ich das aktuell in meinem Julia-Let's Play mache, sondern ich nehme eine, ich nehme jetzt eine ganz andere Aufstellung, die einfach dazu dient, eine Phalanx auszuschalten. Wenn wir jetzt natürlich mit einer Fullstack-Römer gegen eine Fullstack-Phalanx kämpfen, das sieht dann nochmal ein kleines bisschen anders aus, aber das würde im Endeffekt, das Grundprinzip ist identisch. Ihr versucht, die Phalanx einfach zu umlaufen. Das ist ja die große Stärke der römischen Armee gewesen. Wir geben mal gerade ein bisschen Gas. Mhm, genau. Macht mal schön schnell, bringt euch in Position. Wir feuern noch nicht unsere Waffen ab. Und jetzt könnt ihr mal, gerade gucken. Wir nehmen uns jetzt hier erstmal diese Einheit vor. Die Phalanx ist unbeweglich, ja. Und da sind Plänkler-Einheiten relativ hilfreich. Auch hier an der Stelle versuchen wir zu umlaufen. So, und dann greift ihr an, Alt-Taste gedrückt halten, ganz wichtig. Ihr müsst hier ganz schnell raus, denn sonst werdet ihr hohe Verluste erleiden. Komm raus, du Idiot. Ah, okay, ich glaube, die laufen so beschissen gerade rum, weil dieser Hügel hier Probleme macht. Ja, definitiv, ja. Ah, nee, warte mal, Moment, das liegt an der Gruppenformation. Ja, das ist natürlich ganz, ganz große Kacke. Guckt euch mal an, was die machen. Haben die seit neuestem die Sonderfertigkeit ohne Befehl vorstürmen. Und ihr seht also hier, mit den Felites haben wir schon so ein bisschen für Unruhe gesorgt. Wir haben bisher kaum Verluste gehabt. Nur jetzt ein bisschen durch meine eigene Dummheit. Das Schöne bei den Felites ist, dass man hier jetzt wirklich den Plänkler-Modus optimal benutzen kann. Und was wir jetzt machen, ist eigentlich, wir versuchen die Phalanx zu schließen. Wenn die Flanke bei einer Phalanx nicht mehr geschützt ist, dann wird sie in der Regel aufgeben. Und die Flucht ergreifen, so wie sie das jetzt auch tut. Ich weiß nicht, ob das... ach so, hier ist noch der Plänkler-Modus an. Ho, 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 ho. Und ihr lauft mal wieder zurück. Ja, achtet auf das Gelände, ob das irgendwie für euch ungünstig sein könnte. Den Plänkler-Modus machen wir mal hier aus, aber es ist ja ganz gut, wenn er sich hier mit den Jungs auseinandersetzt. Und auch hier ziehen wir die Einheiten zurück und greifen dann mit den Pilar seitlich an, im Idealfall. Da hinten fängt sich seine Phalanx wieder, aber solange er sich da um die Hastati kümmert, ist das überhaupt kein Problem. Haltet die Alt-Taste gedrückt, wenn ihr die Phalanx aufreiben wollt, damit eure Leute keine... und gebt dann den Angriffsbefehl, damit eure Leute keine Pilar mehr verschwenden. So, hier gucken wir mal bei der Verfolgung noch ein bisschen zu. Nee, ihr bleibt mal stehen, aber euch kann man jetzt auf Autofeuer setzen. Ja, ganz fix bitte. So. Zieht euch mal ein bisschen zurück. Und das ist dann schon im Endeffekt Ende der Schlacht, ja. Na kommt, Kinder.
Ja, komm, also jetzt bitte. So, Phalanx ist umzingelt. Das ist eine heilige Bande, die hält natürlich extrem lange durch. Das ist seine beste, das ist seine beste Infanterieeinheit, die er besitzt. Und die werden sehr wahrscheinlich bis zum letzten Mann kämpfen. Nein, nein, ihr läuft schon bitte hier rum. Ach, dieser scheiß Hügel, dieser verpisste Hügel hier vorne. Der macht mir die komplette Strategie hier kaputt. Das wäre sonst etwas einfacher. Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass er uns hier nicht in den Rücken fällt. Ah, gut, jetzt haben wir die heilige Bande schon aufgerieben. Astarte greifen jetzt hier von der Seite nochmal an. Die Princeps ziehen sich bitte mal hier weg von der Phalanx und greifen hier auch in die Seite an. Und nun lernen seine Männer das Fürsten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Genau, das müsste eigentlich jetzt hier Game Over sein. Ja. Und dann beenden wir an der Stelle die Schlacht, also so in etwa besiegt man eine Phalanx. Der Feind ist völlig am Boden. Ein vernichtender Sieg, der eines großen Generals würdig ist. Ja, also, ja, natürlich. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Bei den zugefügten Verlusten, das ist eine interessante Sache. Die Astarte haben sehr viele Verluste zugefügt. Das dürfte daran liegen, weil wir mit denen auch verfolgt haben. Die Princeps haben mit die höchsten Verluste erlitten, was aber auch daran liegt, dass sie natürlich einmal frontal gegen die heilige Bande standhalten mussten. Also ihr habt aber gesehen, wie unmenschlich krass gut so eine heilige Bande, so eine Elite-Phalanx ist, ja. Die waren ja komplett umzingelt und haben wirklich, also fast bis zum letzten Mann gekämpft. Deshalb auch an der Stelle hier das Plädoyer, spielt die Profi-Einheiten, ja, eurer Armee, spielt die beste Infanterie, die ihr haben könnt und benutzt viele davon, ja. Okay, das ist, also ich glaube, das ist so das häufigste Problem, wie besiege ich mit den Römern eine Phalanx, weil ihr werdet immer irgendwie gegen Griechen oder gegen Makedonen wahrscheinlich kämpfen, wenn ihr die Bruti spielt, besonders. Wenn ihr die Scipionen spielt, weiß ich nicht, die Karthager haben natürlich eine Phalanx, irgendwann wird man auch, haben die Spanier eine Phalanx, da muss ich mal gerade gucken, haben die eine Phalanx-Einheit? Ne, haben sie nicht, ne, wenn ich das richtig sehe, die haben diese Stierkrieger, aber ja, okay, gut, also sie haben keine richtigen, okay, alles klar, ja. Machen wir noch eine andere Sache, machen wir nochmal, wie benutze ich Kavallerie? Wir können hier jetzt mal, spielen wir mal Armenien oder spielen wir die Julia? Es ist eigentlich relativ wurscht, aber greifen wir mal mit den Armeniern die Julia an. Zu den Armeniern gibt es noch was zu sagen, das hat alles was mit diesen, diesen Reitervölkern im Orient zu tun. Ach Moment, es gibt noch, vielleicht der Lukas wird mir das wahrscheinlich nochmal bestätigen, es gibt noch eine, oder viele von euch werden mir das auch bestätigen können, es gibt noch eine andere Art und Weise, eine Phalanx zu besiegen. Das versuche ich euch auch nochmal gerade hier jetzt zu zeigen. Wir nehmen einfach mal drei Einheiten berittene Bogenschützen und wir kämpfen gegen, weiß ich nicht, sind wir gegen gepanzerte Hopliten oder normale Hopliten kämpfen. Das wird natürlich, das wird nicht so ohne sein. Aber nehmen wir mal drei Einheiten Hopliten, ne? Dann haben wir, genau, ja, dann haben wir in etwa die gleichen Ausgaben drin. Okay, gut. Das zeige ich vielleicht noch gerade. Das ist nur eine ganz witzige Sache. Übrigens, wenn einer mit Patern im Arcade-Modus spielt, das ist dann übrigens schon fast overpowered. Wollte ich nur mal so sagen. Ja, mit den Patern braucht man natürlich ein offenes Gelände. Ist ja ganz klar. So, und macht auf jeden Fall erstmal das automatische Feuern aus. Denn hier könnt ihr durch ein halbwegs passables Mikromanagement wirklich viel erreichen. Ihr zieht die Aufmerksamkeit der Phalanx auf eine zentrale Einheit am besten. Und dann greift ihr hier von der Seite an. Kantabrischer Kreis ist ganz gut, wegen der höheren Feuerrate. Wichtig ist nur, dass eure andere Kavallerie nicht frontal drauf schießt. Was gut geht, ist von der Seite, wo die Hopliten keine Schilde haben. Aber was auch eine nette Angelegenheit ist, ihr seht also hier,
Wir umreiten die erstmal und schießen dem jetzt in den Rücken. Ja, die, er versucht natürlich hier unsere Einheiten zu irritieren, aber berittene Kavallerie kann ja auch in der Rückwärtsbewegung schießen. Und ihr seht hier, wie schön weich die Hopliten von hinten sind und wie gut man da durchkommt. Reit mal gerade hier an denen vorbei, bitte. Ja, ja. Ja, ja, da kannst du schon mal hier hinten rum. 63 hat er jetzt nur noch, ja. Und ihr seht, wir haben noch eine Menge Munition übrig. Er muss natürlich hier versuchen, seine Hopliten zu schützen. Wir können auch mal den Plänkler-Modus an der Stelle vielleicht ausmachen. Wir dürfen uns natürlich nicht von ihm stellen lassen, ist klar. Ja, ja, ich weiß, was du vorhast. Das war eine flotte Phalanx. Na komm. Jetzt lass dich aber nicht hier von den Fußtruppen da kriegen. So, dann können wir hier auch direkt mal den Angriff starten. Ja, also das ist nicht so clever, ne? Und jetzt haben wir eine Einheit von ihm isoliert, können mit... Was geht denn ab? Oh, Alter! Alter, 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 mach den Plänkler-Modus mal ganz schnell aus, ja? Ich weiß auch gar nicht, warum der immer wieder dahin zurückreitet. Und ich weiß nicht, warum du im Nahkampf bist. Das ist natürlich ganz katastrophal. Denn dadurch greift er ihn nicht an. Ja, ja, ich weiß. Okay, aber so kann man auch eine Phalanx ausstellen. Jetzt sind wir schon bei 54 Einheiten. Wir haben noch eine Menge Munition übrig. Und unsere Kavallerie ist natürlich so schnell. Da hat er keine Chance, hinterherzukommen, ja. Bergab sind wir natürlich nochmal schneller. Okay, jetzt könnte man sogar auf automatisches Feuer umsatteln und noch ein bisschen näher ranreiten. Plänklermodus machen wir gerade aus. Komm mal näher ran. Ja, also ich mache das jetzt nicht mehr komplett zu Ende. Aber so geht's. Ihr seht auch, wie hier die ganze Zeit die Leute purzeln, ja. Und ansonsten, wenn ihr wirklich in arge Bedrängnis kommt mit euren Leuten, ja. Macht das Autofeuer aus. Aber greift sie weiter von denen an. Wenn ihr wirklich in arge Bedrängnis kommt, ja. Macht das Autofeuer bei den Einheiten aus. Greift ihn von hinten mit der Kavallerie an, denn ihr habt immer noch den Vorteil, dass er einen Moralabzug bekommt, weil er gegen Kavallerieeinheiten kämpft. So, jetzt auch nochmal von vorne und dann... so könnt ihr dann den Rest eigentlich noch wegputzen. Dann werdet ihr nicht so hohe Verluste haben. Das ist die erste Einheit, wir haben noch fast volle Munition, ja. Das ist also überhaupt kein Problem, auch die Hopliten, die eine relativ gute Rüstung haben, auszuschalten. Bei gepanzerten Hopliten, da wird es dann natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Ja, okay, gut. Ich mache mal hier an der Stelle ganz kurze Pause und reibe nochmal hier die anderen zwei Einheiten auf. Das zeige ich jetzt nicht mehr. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder in der Einheitenauswahl. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt gerade hier die letzte Hopliten-Einheit in die Flucht geschlagen. Jetzt wollte ich euch noch was anderes zeigen, was mir der Lukas gesagt hat. Zum Verfolgen und Aufreiben der Einheiten. Warte mal, euch schicken wir mal gerade weg. Geht mal hier rüber. Sollte man oder kann man auch die Kavallerie ruhig mal auf lockere Formationen stellen. Das habe ich hier gemacht, indem ich eben die Taste C gedrückt habe. Da ist das standardmäßig drauf. Lukas hat gemeint, dadurch ist die Angriffsfläche der Kavallerieeinheiten größer. Liegen euch zu Füßen. Und nur einige, ja, ja, hatten den Verstand zu fliehen. Danke. Der Sieg war verdient und vernichtet. Auf jeden Fall. Dadurch wird die Angriffsfläche größer und man kann die Einheiten besser aufreiben. Wichtig ist aber für meine Begriffe, ich habe also später, als ich
Ich habe später manche der Einheiten noch auf automatisches Feuern gestellt, weil die irgendwie aus einem komischen Grund nicht auf die Phalanx-Einheiten von hinten geschossen haben. Keine Ahnung, was weiß ich. Ansonsten stellt halt auf automatisches Feuer. Aber beim Verfolgen der Einheiten, wenn die noch Munition haben, macht auf jeden Fall das automatische Feuer aus, weil die sich sonst selbst abschießen können. Die schießen nämlich einen Pfeil, bevor sie in die Gegner reinreiten und werden dann am Ende noch vom eigenen Pfeil getroffen. Das gilt übrigens auch für die Miliz-Kavallerie-Einheiten, also die Speere werfen. Ja, und ihr seht es hier am Ergebnis 241 zu 7. Das ist doch eine phänomenale Quote, muss man sagen. Hier gab es sogar noch eine Erfahrung für diese eine Einheit. Also da werdet ihr viel Spaß haben, wenn ihr mit den Pathern spielt. Das ist auf jeden Fall eine coole Fraktion. Und gegen die Seleukiden ist das so ziemlich einfach, weil ihr die Seleukiden am Anfang auch nur Miliz-Hopliten haben und die sind von hinten natürlich noch leichter Platz zu machen. Okay. Das jetzt aus der Kategorie, wie besiege ich eine Phalanx? Und ich würde sagen, im nächsten Tutorial, mache ich dann noch vielleicht eine Sache zu, wie kämpfe ich mit der Phalanx? Und ansonsten gucke ich mal, was es da noch so gibt. Wie setze ich Kavallerie ein, werde ich euch auch noch zeigen. Und ihr wisst wahrscheinlich das meiste natürlich schon, ist klar. Die Tutorials richten sich ja nicht nur an Leute, die Experten sind, sondern sie richten sich natürlich in erster Linie an die Leute, die das Spiel jetzt neu bekommen haben und die ein bisschen was darüber wissen wollen, wie sie ihre Einheiten gescheit einsetzen können, und das diskutieren wir ja hier. Und da danke ich euch auch nochmal für die Anregungen, und es gab noch viele Anregungen von anderer Seite, die ich jetzt gar nicht mit integrieren konnte. Ich konnte jetzt nur hier den Lukas erwähnen, weil ich mit dem doch öfter mal chatte und der gibt mir immer viele Tipps. Naja, okay, gut. Also, das jetzt nur an der Stelle, und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial.